Im folgenden Film zeigen wir Ihnen ein Übungsprogramm, welches Sie auch als Diabetiker einfach und sicher zu Hause durchführen können. Der GymStick 2.0 ist ein einfaches und vielseitiges Trainingsgerät zur Kräftigung aller Körperbereiche. Er ist erhältlich in 5 verschiedenen Widerstandsstufen. Wir empfehlen bei der Ausführung der folgenden Übungen, den grünen GymStick mit leichtem Widerstand zu verwenden. Sollte Ihnen der Widerstand bei einer Übung zu leicht sein, können Sie die Tubings durch Aufrollen verkürzen und somit den Widerstand erhöhen. Mit der folgenden Übung trainieren Sie Ihre Armmuskulatur. Stellen Sie sich mit den Füßen in die Schlaufen und halten Sie den GymStick mit leicht angewinkelten Armen auf Hüfthöhe. Die Handrücken zeigen dabei nach unten. Ziehen Sie die Hände mit der Ausatmung Richtung Schulter. Die Ellbogen sollten dabei eng am Körper bleiben. Senken Sie die Hände mit der Einatmung wieder zurück in die Ausgangsstellung. Wiederholen Sie diese Übung 8 bis 10 Mal und machen Sie anschließend für 20 bis 30 Sekunden eine kurze Pause. Danach wiederholen Sie den Übungssatz je nach Trainingszustand 1 bis 2 Mal. Mit der folgenden Übung trainieren Sie die Muskulatur Ihrer Beine. Stellen Sie sich schulterbreit mit den Füßen in die Schlaufen und legen den GymStick im Nacken auf den Schultern ab. Gehen Sie mit der Ausatmung leicht in die Knie. Der Kniewinkel soll dabei jedoch nicht bis auf 90 Grad gehen. Strecken Sie sich mit der Einatmung zurück in die Ausgangsposition. Wiederholen Sie diese Übung 8 bis 10 Mal. Legen Sie anschließend eine kurze Pause für 20 bis 30 Sekunden ein. Danach wiederholen Sie den Übungssatz je nach Trainingszustand 1 bis 2 Mal. Die folgende Übung trainiert die Muskulatur in Ihrem Oberkörper. Stellen Sie sich schulterbreit mit den Füßen in die Schlaufen und legen Sie den GymStick im Nacken auf den Schultern ab. Führen Sie beim Ausatmen eine Seitneigung mit dem Oberkörper nach rechts durch und kehren Sie beim Einatmen wieder zurück zur Mitte. Führen Sie anschließend mit der nächsten Ausatmung die Seitneigung zur anderen Seite durch und kehren mit der Einatmung wieder zurück zur Mitte. Führen Sie diese beiden Varianten mit je 8 bis 10 Wiederholungen durch. Machen Sie anschließend eine kurze Pause von 20 bis 30 Sekunden und wiederholen dann den gesamten Satz 1 bis 2 Mal. Die folgende Übung stärkt die Muskulatur Ihres gesamten Körpers. Stellen Sie sich im Ausfallschritt stabil hin, der linke Fuß ist vorn, der GymStick liegt im Nacken auf Ihren Schultern. Führen Sie mit der Ausatmung eine Rotation zur linken Seite aus und kehren Sie mit der Einatmung in die Ausgangsposition zurück. Führen Sie den ersten Satz ohne Seitenwechsel mit 8 bis 10 Wiederholungen durch. Machen Sie anschließend 20 bis 30 Sekunden Pause und führen die Übung dann zur anderen Seite aus. Das rechte Bein steht dann vorn und Sie drehen nach rechts. Führen Sie den gesamten Übungssatz zu jeder Seite, je nach Trainingslevel, 1 bis 2 Mal aus. Die folgende Übung trainiert Ihre Grundausdauer. Stellen Sie sich stabil und aufrecht hin, mit den Füßen in den Schlaufen, der GymStick liegt im Nacken auf Ihren Schultern. Heben Sie den rechten Fuß leicht an und setzen ihn vor, seitlich neben und hinter dem Körpermittelpunkt kurz auf. Anschließend führen Sie die gleiche Übung mit dem linken Bein aus. Führen Sie diese Übung abwechselnd mit beiden Seiten durch und achten dabei auf eine gleichmäßige Atmung. Führen Sie diese Übung für ca. 40 Sekunden durch und machen anschließend eine einminütige Pause. Wiederholen Sie die Übung je nach Trainingszustand 1 bis 2 Mal. Wenn Ihnen die Übung leicht fällt, können Sie die Belastungsdauer von Mal zu Mal verlängern. Zum Schluss noch ein Hinweis. Führen Sie das Training nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder medizinischem Fachpersonal durch. Führen Sie vor dem Training eine Blutzuckermessung durch und starten Sie das Training nur bei guten Werten. Sie sollten das Training abbrechen, wenn starkes Schwitzen, Herzklopfen oder Sehstörungen auftreten.
Wenn Sie das Gefühl haben, wenig Luft zu bekommen oder nicht mehr frei atmen zu können. Sobald Schmerzen auftreten, wenn Unwohlsein zum Beispiel in Form von Schwindel oder Übelkeit auftritt. Weitere Übungen und Informationen zum Umgang mit Diabetes mellitus finden Sie in den folgenden Filmen und in unserem Experten-Talk. Sport und Bewegung bei Diabetes mellitus kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Werden Sie aktiv. Viel Spaß dabei!